Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Liberty Media hat es heute bekannt gegeben. Ab diesem Jahr wird der Sportartikelhersteller Puma exklusiver Merch-Partner. Bei 17 von 21 Rennen sollen die Geschäfte der Marke zu finden sein. Die Firma wird den Merch nicht nur verkaufen, sondern auch designen und produzieren. In Shanghai, Chicago, Los Angeles und einem noch unbekannten Ort in Brasilien werden in diesem Jahr Fanfestivals stattfinden und diese sollen neue Fans begeistern. Die Rahmenbedingungen beinhalten pures Entertainment, Formel 1 Demos mit Boliden, Live-Musik und VIP-Gästen. 2017 gab es so ein Fanfestival schon einmal und zwar zum großen Preis von Großbritannien in London. Letztes Jahr waren die Fanfestivals in Shanghai, Marseille und Mailand. In Shanghai soll das Fanfestival auf der Parkanlage Xintiandi stattfinden und der Eintritt ist kostenlos. V8-Boliden werden die Zuschauer dort zu hören und zu sehen bekommen, denn der Renault-Simulatorfahrer Guan Yu Zhu wird den Renault E20 aus dem Jahre 2012 steuern und die Britin Jessica Hawkins fährt den Sauber C30 aus dem Jahr 2011. Was zurzeit noch unklar ist, sind die Festivals in den beiden amerikanischen Städten, denn dort gibt es keine Absichten, ein Formel-1-Rennen stattfinden zu lassen. Auch der Termin in Brasilien ist noch nicht bekannt. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, vergesst nicht einen Daumen nach oben zu geben und wer noch mehr Formel-1-Videos von mir sehen will, darf diesen Kanal auch gerne abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.